Ein Dunham ZX-7. Netter Versuch. Woher wollen Sie das wissen? Ich habe früher auf einer Plantage Insekten vernichtet. Und jetzt sind Sie in der Privatmiliz von Emilio Indes. Schöner Karrieresprung. Nein. Ich mache immer noch das Gleiche. Nur das Ungeziefer ist größer geworden. Ich, verstehe. Gut. Ich rede erst mit welchen Motor. Woher soll ich das wissen, wenn Sie mich nicht aufs Boot lassen? Alle unsere Boote wurden mit dem gleichen Motor geliefert. Kennen Sie einen, kennen Sie alle. Sie dagegen kennen ganz offensichtlich keinen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich rede erst welchen. Ich weiß es nicht. Dann haben Sie. Tja, wir müssen rausfinden, welchen Motor das Boot hat. Ja. Ah, der hat doch einen Schlüssel hier, vielleicht können wir den nehmen. Darf ich? Flossen weg, Opa, sonst knall ich dich ab. Darf ich? Das hat ja nicht so gut geklappt. Vielleicht nehmen wir noch ein Bier. Nein, danke. Tja. Wie kann ich helfen? Was war nochmal? Was soll damit sein? Jorge wartet auf den Mechaniker, während. Aber wie gesagt. Tja, das hilft uns jetzt auch nicht großartig weiter. Ich brauche nichts weiter, danke. Okay. Oh, Faye ist hier. Faye? Was soll ich nochmal machen? Finde einen Weg zum Kraftwerk. Mit dem Jeep kommen wir nicht weiter. Gut. Ich hol dich dann, wenn alles bereit ist. Okay. Wie geht es deinem Husten? Besser. Es kommt auch kein Blut mehr. Wenn wir die Alge gerettet haben, musst du unbedingt ins Krankenhaus. Ja, ja. Ja. Bis später. Mit dem soll man nicht mehr reden. Jetzt lass doch den armen Mann mal in Ruhe. Der macht gerade eine schwere Phase durch. Hat Fortuna sie verlassen? Nein, sie holt nur Zigaretten. Was soll die dumme Frage? Kein Grund gleich. Ach ja, Vater. Wenn du das. Vielleicht können wir jetzt hier jemanden anrufen. Ich hasse Hotline. Aha. Transport Boats and Manufacturing Inc. Ich habe eine Frage zu einem Ihrer Motoren. Um welchen Bootstyp handelt es sich? Der hier was, der Amazon. Es handelt sich um einen Amazon Buggy C600. Um was für ein Motor geht es? Das weiß ich eben nicht. Dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Haben Sie wirklich gar keine Ahnung? Es geht um den serienmäßig eingebauten Motor. Kleinen Moment. Sie meinen den Drifter TTX? Ja, genau den. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Aha.
So, na dann. Ich rede erst mit Ihnen, wenn Sie meine Frage beantworten. Welchen Motor hat das Boot? Sie benutzen einen Drifter TTX. Richtig. Damit ist es bewiesen. Ich bin Mechaniker. Wo drückt denn jetzt der Schuh? Der Auspuff ist verstopft, das Windruder gerissen und das Benzinkabel leckt. Oha. Benzinschlauch. Kein Wunder, dass der Schlauch nicht passt. Der Aufsatz ist völlig ausgeleiert. Vielleicht können wir irgendwie, ja, das hier, die Zünger. Ich hoffe, das funktioniert. Ha, die Zwinge hält den Schlauchkopf am Tank. Das keine dauerhafte Lösung, aber ausreichend. So, was haben wir denn noch? Windruder. Das Windruder ist völlig zerfleddert. Tja, zerfleddert. Vielleicht können wir da die Plane. Die Plane sitzt wie angegossen. Jetzt muss ich sie nur noch befestigen. Zum Glück haben wir keinen Nagel mehr. Ich kann uns antackern. Ich sollte. Ha! Endlich mal kein um die Ecke denken und wirres improvisieren. Einfach nur Tacker mit Plane benutzen und. Sehr schön. Die Sache ist gegessen. So muss es sein. Der Auspuff. Dafür ist mein Arm viel zu dick. Vielleicht. Mit der Antenne kann ich zwar im Dreck. Vielleicht ist sie so mal für etwas gut. Und endlich mal ein Angelhaken, der was nützt. Oha. Ah ja. Da haben wir das Problem. Eine Schlange hat sich in dem Auspuff verfangen. Ah, ist sie tot? Das hat sie garantiert nicht überlebt. Wieso? Haben Sie Angst vor Schlangen? Nehmen Sie das Mistvieh und schmeißen Sie es ganz weit weg. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ein Sumpfboot, das könnte unser Ticket zum Kraftwerk sein. Und das Speedschändchen oben drauf. Sehr schön, jetzt haben wir es, glaube ich, gefixt. Was ist? Der Auspuff ist repariert. Ich weiß. Ich habe es gesehen. Halten Sie das Ding bloß weg von mir. Ich kann Schlangen nicht ausstehen. Verzeihung. Ich habe das Windruder ausgetauscht und befestigt. Das brauchen Sie mir nicht zu erzählen. Ich bin nicht blind. Ist es nicht langweilig, den ganzen Tag herumzustehen und den Profis bei der Arbeit zuzusehen? Das ist meine Arbeit. Wirklich interessant wird es, wenn die Profis etwas machen, was mir nicht gefällt. Da bin ich ja froh, dass unsere Zusammenarbeit klappt. Klar. Ich habe aus einer Schraube und einem Blechschild eine Schraubzwinge gebastelt und damit den Aufsatz festgeklemmt. Das Kabel sollte vorerst halten. Mir ist egal, wie Sie es gemacht haben. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Das tut es. Gut. Nehmen Sie auch Passagiere mit zum Kraftwerk? Nein. Und wie komme ich dann dorthin? Jeder muss sehen, wie er allein zurechtkommt. Lassen Sie sich was einfallen. Das werde ich. Das Boot ist vollständig repariert. Dann werden Sie hier auch nicht mehr gebraucht. Gern geschehen. Ich helfe gern. So, vielleicht können wir... Wenn Sie mit dem Vieh noch einen Schritt näher kommen, dann knall ich Sie ab. Ich wollte... Doch. Ein Grund... Können wir jetzt noch ein Bier mitnehmen und anstoßen? Nein, danke. Kommen wir jetzt weiter. Jetzt lass doch den armen Mann mal in Ruhe. Nein. Kein Grund. Ach ja. Vater, wenn du das sagst. Soll ich Ihnen ein Bier öffnen? Oh, Monsieur. Sehr gerne. Nehmen Sie ruhig den Flaschenöffner an meinem Schlüsselbund. Aha. Schlüssel. Darf ich? Nee. Beruhigen Sie sich. Ich will Ihnen nur das Bier öffnen. Hey. Okay. Aber keine Tricks. Nein, gar nicht. Was auch genug ist so.
Hier, Ihre Schlüssel. Ich mache euch alle fertig. Die nächste Runde hab ich euch. Ich lege sie einfach auf den Tisch. Das wäre geschafft. So, na dann. Ben Svensson ist nicht tot. Oha. Er ist hier bei mir. Ich wiederhole nur, was die Wachen sich erzählen. Ben Svensson ist tot und die Alge ist Geschichte. Das stimmt alles nicht. Indes hat noch ein Exemplar. Wir sind hier, um es zu retten. Ach, Faye. Du und dein Plan. Warum glaubst du immer noch, dass dieser Svensson auch nur irgendwas bewirken kann? Weil ich daran glauben will. Du wirst ewig die kleine Träumerin bleiben. Ich dagegen bleibe der Realist. Irgendwann wirst du dich in heißen Dampf auflösen. Und niemand wird mehr wissen, wer du warst, woher du kamst und was du hier wolltest. An mich wird sich morgen auch niemand mehr erinnern. Aber ich habe der Welt wenigstens eine Zukunft geschenkt. Bleib ja weg vom Kraftwerk. Warte auf uns. Zu spät. Ich habe gerade den Hintereingang entdeckt. Oh nein. Wohlfey. Over and out. Salvador! Salvador, geh ran! Er löst es aus. Wir haben ein Boot. Oh, Bent. Gut. Wir müssen sofort los. Salvador versucht einen Alleingang. Ist das schlimm? Du kennst ihn nicht. Er wird sie alle umbringen. Alle, die ihm im Weg stehen. Oh mein Gott, die Alge. Wo ist das Boot? Komm. Entschuldigen Sie, Herr, Ja? Wir bräuchten jetzt doch das Boot. Dann holen Sie es sich doch. Benny, wo steckst du? Wir haben ja einen Vorfall. Das war dein Plan? Das war erst der Anfang. Sieh einfach zu. Hat Angst vor Schlangen. Weg! Los, Ben, ins Boot! Schlüssel haben wir also, los. Keine Angst, wir schaffen das schon. Was? Ich sagte, mach dir keine Sorgen. Heute wird die Welt schon nicht untergehen. Kapitel 8, der Phönixplan. Am Schiff dreht, was soll jetzt noch schiefgehen? Hier irgendwo muss es sein. Oh, da wird ich kann Salvadors Funkgerät auf der anderen Seite des Flusses orten. Wann sagtest du, kam es zu dem Reaktorunfall? Heute Nachmittag. Also los. Wie ist unser Boot? Scheint, sonst müssten wir darüber. Zum Elektrozaun. Einmal hoch hier. Er ist etwas dünner als die anderen Äste, aber trotzdem stabil. Okay. Okay, wir sind drüber gekommen. Guck mal, Bent. Hier ist ein Spalt unterm Zaun. Wenn wir ihn anheben, können wir uns ohne Probleme durchquetschen. Um Himmels Willen, Faye, siehst du nicht die toten Insekten? Das ist ein elektrischer Zaun. Also bloß nicht anfassen. Ich kann was mit dem Ast anfassen. Sei bitte vorsichtig, ja? Der Weg ist jetzt frei. Ja. Salvador? Sieht so aus, als kämen wir zu spät. Er kann nicht weit gekommen sein. Warte, wir können da doch nicht einfach so reinstürmen. Dieser Ort ist streng bewacht. Salvador muss einen Weg gefunden haben, sonst wäre er noch hier. Oder eben nicht. Okay, hier haben wir das Kraftwerk. Hier haben wir ein Fernglas. Und ein Zelt. Salvador muss hier Tage verbracht haben. Hoffentlich haben die Wachen ihn nicht schon erwischt. Oder umgekehrt. Nichts. Nicht mal einen Schlafsack. Vielleicht hat er das mitgenommen. Vielleicht haben wir die Wachen wirklich erwischt und dann einen Schlafsack mitgenommen. Das Fernglas ist direkt auf die Anlage gerichtet.
So ein Fernglas hatte Nigel auch. Wenn ich mich richtig erinnere, muss man den Fokus richtig einstellen und danach auswählen, welchen Bereich man genauer untersuchen möchte. Mit den Schaltern auf der rechten Seite kann man dann rein- und rauszoomen. Außerdem war es irgendwie möglich, Notizen zu machen und abzurufen. Es scheint hier bereits eine Notiz zu geben. Log 1, 2230. Das Zielobjekt ist eine Festung. Sicherheitslücken sind keine zu erkennen. Aber ich weiß, es gibt sie. Werde das Areal systematisch analysieren und wichtige Entdeckungen verschlüsselt dokumentieren. Ich komme da schon irgendwie rein. Okay, das war ja notiert. Hier scheint es nichts Wichtiges zu geben. Vielleicht ist aber auch nur der Fokus falsch eingestellt. Das kann sein. Wie stellt man den Fokus ein? Das scheint der Ort zu sein, den Salvador beschrieb. Aber ich glaube, der Fokus ist noch nicht richtig eingestellt. Okay, instant gefunden. Auch schön. Wie stellen wir den Fokus jetzt ein? Ja, Fokus scharf stellen. Das ist meine Sache. Die gehen wir da raus. Da muss doch den Fokus eigentlich schon scharf gestellt haben, um das zu sehen. Wir sind auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Wie fokussieren wir? Untertitel und Sprachausgabe, okay. Tja. Hier oben was klicken. Ändert nichts. Nein, 972 Standort. Red oben. Okay. Das andere. Also wenn das jetzt O ist, dann ...640% überstellen wir es ein. Das ist der Zoom hier wahrscheinlich. Jetzt habe ich den Ort verloren. Das waren jetzt nochmal das richtige Kistchen, wohin mussten. War das hier? Ich glaube, das war hier.
Kann ich noch irgendwas ändern? Nee, das war ganz sicher hier. Kann ich hier noch irgendwas? Hier noch irgendwie? Oder so. Jetzt haben wir die Zirkulation ausgestellt oder was? Alles in Ordnung bei dir? Ja, das Klima macht mir etwas zu schaffen, aber darum sind wir ja hier, damit es nicht noch schlimmer wird. Irgendwie haben wir es geschafft. Ganz genau. Das zu skippen. Ich glaube, ich hab auf den roten Knopf gedrückt. Tja. Salvador? Hier rein ist er verschwunden? Oh Gott! Salvador erschießt die Wachen! Bist du sicher, dass das nicht andersherum ist? Ja. Und ich fürchte, du wirst gleich sehen, dass ich recht habe. Geht nicht, Salvador. Okay, über die Rohre klettern. Solange der Wasserpegel nicht gesunken ist, kann ich hier nicht reinklettern. Lass uns doch versuchen, durch das Rohr zu klettern. Mach du das mal allein. Nach der Kletteraktion im Labor ist mein Rücken jetzt völlig im Eimer. Gut, dann suche ich einen Weg, die Tür von der anderen Seite zu öffnen. Bis gleich. Sei vorsichtig. Ja. Oha. So ein Rätsel. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Poster von... Ich sag schon, The Whispered World. Tolle Anspielung. Okay, was passiert hier? Was das wohl darstellen soll? Und was haben all die Lichter zu bedeuten? Okay, jetzt haben wir da Wasser drin. Ich guck mal, wo so das Wasser um. Was? Sie geht nicht mehr auf. Ich bin eingesperrt. Tja. Und jetzt hier rausgehen sollten wir. Ja, dann haben wir hier zweimal Wasser und da einmal Wasser. Ich denke, wir brauchen aber... Das hat nicht so gut geklappt. Schwimmbrücke. Okay, wir müssen glaube ich hier runter. Deswegen müssen wir alles Wasser nach drüben bringen. Jetzt können wir durch das Rohr rein. Sind jetzt hier. Kommen wir nach unten. An der Brücke sind Schwimmelemente angebracht. Damit treibt sie dann auf und ab, wenn sie nicht gerade irgendwo festgemacht wurde. Das können wir jetzt nicht öffnen. Gut, aber wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir
Es lässt sich nicht öffnen. Und du musst noch die Schwimmbrücke nach oben kriegen, das war dann hier. Die Brücke hat sich von der Ebene abgekoppelt. Okay. Weiß nicht, inwiefern uns das weiterbringt. Denn letztendlich müssen wir ja hier hin, zum Ventilrad. Das heißt, wir müssen dann irgendwie die Brücke dann nach oben, dann hier nach unten und dann. So wäre dann der Plan. Wenn wir jetzt hier drehen. Es lässt sich nicht. Ah, da haben wir Limit jetzt 1. Okay, so ist der Plan. Ah, und das stimmt ja. Dann schwimmt ja die Platte drauf. Jetzt kommen wir hier rüber. Jetzt müssen wir noch irgendeinen Weg finden, wie wir da. Ah, Sekunde. Wir müssen umlegen, hält das hier oben fest, dann kommen wir da runter. Ah, so ist das Rätsellösung. Gar nicht mal so schwer. Die Brücke hat sich von der Ebene abgekoppelt. Die Brücke ist auf der Ebene eingerastet. So muss das. Und jetzt von wir hier wieder nach rechts. Das müsste eigentlich reichen. Nee, tut's nicht. Rechts muss Wasser raus. Oha, ist alles unter Wasser. Rechts darf nur eins sein und hier in der Mitte darf auch nur eins sein. Aber links dürfen nicht drei sein. Wie soll das denn klar gehen? Und das Ding irgendwie auf der mittleren, ne, es bringt ja nichts. Ja. Links dürfen ja ruhig zwei sein. In der Mitte nur nicht. Da müssen wir durch. Was das wohl darstellt und was haben all die Lichter zu bedeuten? Ah, Sekunde, vielleicht. Ich habe eine Idee. Jetzt sind wir gefangen. Vielleicht können wir jetzt mal hier. Die Tür öffnen, dann schließt das auch ab. Falls wir können. Es lässt sich nicht. Das hatte ich schon gedacht. Tja.